und herzlich willkommen heute mal aus einer etwas anderen Umgebung. Nicht aus meinem Wohnzimmer und auch nicht aus meinem Schlafzimmer, sondern aus meinem wunderschönen Badezimmer. Ich weiß, es ist nicht ganz so luxuriös wie zum Beispiel Bibi und Julian, aber es erfüllt trotzdem seinen Zweck. Denn ich will heute mal wieder ein neues Haarvideo machen, beziehungsweise ein Haarwaschvideo, sag ich mal so. Das letzte Video, Haare mit Ketchup färben, kam so gut bei euch an, dass ich dachte, ich probiere es heute mal aus, meine Haare mit Cola zu waschen. Das soll nämlich den Haaren helfen, mehr Struktur zu bekommen und auch ein bisschen lockiger zu werden. Und wie ihr wahrscheinlich auch unschwer erkennen könnt, habe ich meine Haare abgeschnitten. Es ist jetzt so eine Art Long Bob, wie Sarah den ja auch zum Beispiel hat, aber bei mir ist der stufiger. Dadurch soll es halt so ein bisschen edgier aussehen, ein bisschen voluminöser sein, weil ich jetzt sonst relativ dünne Haare habe. Aber mein Friseur hat mir erklärt, ich habe eine Naturwelle. Ich habe es ihm nicht ganz geglaubt, denn so sehen meine Haare wirklich nach dem Waschen aus. Also die habe ich jetzt gewaschen, ein bisschen kurz geföhnt. Und von Welle merke ich hier gar nichts. Aber er meint, mit den richtigen Produkten kann man eine Welle herzaubern und dann halten die auch sehr lange. Und ich hoffe wirklich, dass es mit Cola klappt, denn ich meine, Cola ist halt super billig. Da spart man sich da sehr viel Geld, wenn man nicht immer auf diese ganzen Locken- und Volumenprodukte zurückgreifen muss. Ja, ich will gar nicht lange drum herum reden. Ich fange nicht an, meine Haare mit Cola zu spülen und dann nochmal mit Wasser auszuspülen. Hier ist meine Colaflasche, habe ich mir gerade noch gekauft beim Späti und die werde ich mir gleich in die Haare kippen. Ich bin echt sehr gespannt, ob es halt auch ein bisschen stinkt und so. Ich weiß nicht. Danach wird es ausgespült und dann direkt geföhnt und dann seht ihr auch schon das Endergebnis. Also so viel kann da hoffentlich gar nicht schief gehen. Danach mit Wasser ausgespült und geföhnt und so sieht es jetzt aus, das ist das Endergebnis. Ich bin schon überrascht, ich finde die auf jeden Fall voluminöser als sonst, also sonst nach dem Waschen fallen sie ja bei mir immer nach unten, aber irgendwie fühlt es sich nicht unbedingt geil an. Also man kann die gut stylen, die haben sehr viel Griff und wenn man die zum Beispiel beim Föhnen auch so ein bisschen knetet, werden die auch so leicht wellig, aber ihr seht es ja hier vielleicht so ein bisschen, die sind sehr verklebt und irgendwie so stumpf fühlt sich das an, die haben irgendwie keinen richtigen Glanz meiner Meinung nach und es könnte auch so ein Vogelnest manchmal sein. Also wenn man die zu doll jetzt so ein bisschen durchwuschelt, seht ihr es ja schon, sind die schon sehr also klar, es kann jetzt auch vielleicht davon kommen, dass ich jetzt auch so einen Stufenschnitt drin habe, aber für den Alltag finde ich Cola jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Mal ausprobieren, okay, man hat wirklich diesen Amazonen-Look, wie ja die Suki Waters auch gesagt hat. Aber jeden Tag würde ich es nicht machen. Dafür ist halt, nee, dafür fühlt es sich einfach nicht gut an. Aber zum Glück, der Cola-Geruch ist nicht unbedingt in der Nase. Also man kann es so ein bisschen erahnen, aber es ist jetzt nicht sehr stark. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so mega gut ist für die Haare, dieses Zuckergetränk. Also jeden Tag würde ich es auf jeden Fall nicht reinmachen. Wenn, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Es ist wirklich ganz lustig und es ist halt auch sehr billig. Also es kostet irgendwie keine 5, 6, 7 Euro wie andere Lockenprodukte. Aber man sollte sich nicht zu viel davon erhoffen, weil man hat danach wirklich keine Lockenpracht oder ja, kein Hollywood-Haar. Ja, das war mein neues Haarexperiment, sich mit Cola die Haare waschen. Jetzt habt ihr eigentlich auch mal mein Bart gesehen, also einigermaßen. Es ist nicht schön, aber es ist praktisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich mehr solche Experimente machen soll, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann!